Hallo! Wie geht's dir? Na? Alles cool? Ja, ich habe gehört, wir machen heute um den Blog mit Blumio. Hab ich auch gehört. Ich wollte eigentlich nie wieder einen Battle-Track aufnehmen. Doch die Kinder sind so frech geworden. Ich geh eigentlich viel lieber mit Metalheads saufen. Doch ein letztes Mal muss ich mir Respekt besorgen. Vielleicht bin ich die letzten Jahre zu gutmütig gewesen. Ich hab schlicht und ergreifend deine grundgütige Seele. Doch ein letztes Mal fetche ich blutrünstig die Zähne. Dann erspare ich mir den Stress für mein zukünftiges Leben. Geh mal los. Wir gehen jetzt erstmal ins japanische Café hier. Wir sind ja hier. Das ist ja hier die Immermannstraße, die berühmt-berüchtigte. Hier ist ja sozusagen das Asia-Viertel, viele koreanische Läden, japanische Läden. Wir gehen jetzt erstmal in das japanische Café, relax. Okay. Kriegen wir ein bisschen was essen. Relax ein bisschen vielleicht? Relax ein bisschen, ja. Also, komm mit. Alles klar, auf geht's. Und du bist hier schon die ganze Zeit so? Ja, ich wohne hier schon sehr lange hier im Viertel. Ach, hier auch in diesem Viertel? Ich bin auch innerhalb des Viertels auch schon einmal umgezogen. Das heißt, wir sind jetzt auch so in deiner Hood? Wir sind in meiner japanischen, asiatischen Hood, genau. Alles klar. Also ich krieg hier auch alles, weil hier sind Supermärkte, bis Bücherhandlungen, Restaurants. Beste Sushi in Deutschland gibt es hier natürlich auch. Ist es so extra ausgewählt, dass du jetzt hier so in diesem japanischen Viertel wohnst, oder? Ich habe es mir schon so ausgesucht, ja. Okay. Weil das ist auch direkt, meine Wohnung ist 3 Minuten vom Hauptbahnhof auch entfernt. Mhm. Schon halt echt sehr zentral so. Und in die Altstadt sind es auch noch 10 Minuten zum Feiern. Okay. Und macht Spaß mit der Easy. Mhm. Da vorne gleich die Karaoke. Wir gehen gerade auch übrigens über den Straßenstrich, ja. Oh, okay. Charlottenstraße. Okay. Um die Uhrzeit ist hier noch nicht so viel los, aber... Hier hält sich da mal gerne auf, ne? Ey, jeden Tag all mein Geld, was ich mit Yellow Album und all den Alben verdient habe, ging hier drauf, ja? Damit ihr es wisst. Doch ihr feiert euch als Untergrundheld, so als junge Rebellen, die sich vors Publikum stellen. Ihr seid ne bunte Libellen, ihr seid ne Hunde, die bellen. Doch weil der Klügere nachgeprägt in die Dummen die Welt. Ich schreie es laut in die Massen, es ist an der Zeit, denn schon viel zu lange hielt ich meine Fresse, meine Scheiß. In der Linken hat das Schwert, in der Rechten hat das Mic. Der Jaste des Bösen, der letzte Samurai. Erzähl mal von deinem Album 3. Das ist ein ernsthafteres Album. Genau, genau. Als die davor. Yellow Album, Tokyo Bordell, die 2 davor. Ja, da sind auch immer wieder ernste Lieder dabei, aber ich habe es halt ein bisschen auf die lustige Nummer gemacht. Ich wollte einmal so einen Gegensatz erzeugen und mit 3 habe ich halt so ein etwas ernsteres Album gemacht. Okay. Aber nach wie vor viele Konzeptsongs, viele, viele Geschichten, viel Politik, verdeckte Politik, aufdeckende Politik. Zum Beispiel eine Situation? Zum Beispiel Alien-Invasion. Mhm. Da geht es darum, dass Aliens die Erde angreifen. Okay. Und es gibt ja so diese Theorie, dass die Menschheit erst zusammenhält, also die ganze Menschheit, wenn sie ein komplett gemeinsames Feindbild haben. Also müsste das ja von irgendwo da oben kommen. Okay. So, es gibt ja auch so Filme wie Independence Day, die diese Thematik auch aufgreifen. Mhm. Aber mir war das irgendwie zu einfach, weißt du? So, Die Geschichte zeigt eigentlich, in diesen Filmen ist ja immer so diese Dramatik und unser Independence Day und die Menschheit hält zusammen. Ich dachte mir, das wird ein bisschen anders laufen im Endeffekt. Werfen die Atombomben, dann bauen die noch Coca-Cola auf dem Mars, weißt du, McDonalds und wollen da auch noch Business machen. Ich habe in irgendeinem Interview gesehen, dass du dich selbst als den Vorzeige-Japaner beschreibst. Wie ist denn das? Also, was muss man dafür sein? Wie kommt man da hin? Warum schätzt du dich selbst so ein? Also, wenn ich das in irgendeinem Interview gesagt habe, da muss das eigentlich Ironie gewesen sein. Okay. Weil ich bin alles andere als der Vorzeige-Japaner. Was ist denn ein Vorzeige-Japaner? Ich sag mal, ich kann zumindest sagen, was ein Klischee-Japaner ist. Ne? Okay. Ein Klischee-Japaner wäre wahrscheinlich ein Typ in Schlips und der halt immer sich schön verbeugt und immer höflich ist. Höflich bin ich auch, hast du ja gemerkt. Aber, absolut. Ich vereine einfach auch zu viele europäische Kultur, kulturelle Wesenszüge, weißt du? Mhm. Man kann es nie so richtig beziffern, was jetzt genau was ist, aber wenn man aber hier du zeigst mir jetzt auf jeden Fall deine japanische Seite hier, oder? Die Japan- hier ich jetzt kann in das halt dem nicht Café, trennen, weil wir gehen noch in... Die japanische kulturelle Seite zeige ich dir. Genau. Ja. Hier sind wir auch. Hier sind wir schon. Was gibt's denn hier so? Es gibt viele japanische Teesorten, verrückte Sachen, Matcha-Latte und sowas. Ja, Matcha ist so japanischer Grüntee, aber ich bestelle eigentlich immer recht normale Sachen. Aber hier gibt es hier so von dem japanischen Patissier, gibt es so kleine Törtchen, die sind sehr lecker.
Mont Blanc und Erdbeerteilchen und so. Können wir uns ja teilen, ne? Hälfte, Hälfte, dass jeder ein bisschen was haben kann. Wie ist es so? Also hier ist es ja so ziemlich geballt alles, also die ganze asiatische Kultur. Ist es dann nicht irgendwie so, dass man sich zurückzieht oder dass man gar keinen Anschluss findet irgendwo anders? Ich sag mal so, für mich persönlich ist es natürlich gut. Ich habe ja alle meine Läden, aber ich sag mal so, ich bin ja auch ein integrierter Mensch, wenn ich dieses Wort einfach mal so benutze. Wieso bist du integriert? Was ist für dich integriert? Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe fast nur deutsch sprechende Freunde. Ich versinke jetzt, sage ich mal, nicht in dem Moor. Also, im Endeffekt ist es ja so, viele Leute reden von Integration, beschweren sich über Ghettoisierung und dass die Subkultur in Kreuzberg, die Türken und so, alles sehr so schlimm sei. Hier ist das gleiche in Grün. Nur es sind erstens Japaner und zweitens ist die Wirtschaftskraft wahrscheinlich stärker. Und hier beschwert sich niemand. Keiner sagt, die ganzen Japaner lernen hier kein Deutsch. Die sprechen ja alle nicht so gut Deutsch, weißt du? Die sind hier zwar auch nicht geboren, aber die machen hier ihre Schule, ihre Restaurants, ihr. Sogar der Metzger, da steht alles auf Japanisch, weißt du? Und Bäckerei gibt es hier noch. Und wie stehst du dazu? Also ja, ich finde es halt immer so ein bisschen so eine Doppelmoral einfach, ne? Dass man einerseits sagt, hier schaut mal, die ganzen Ausländer sollen Deutsch lernen, machen wir Kreuzberg, Subkultur, Verfremdung und dies und das. Mhm. Und hier ist es okay. Und im Endeffekt geht es halt um die Wirtschaftskraft. So, okay, dann sagt nicht, die Leute sollen sich integrieren. Eigentlich wollen die gar nicht, dass sie sich integrieren. Eigentlich wollen die einfach nur, dass die ihre Steuern zahlen. Ja. Und dann sollen die das aber auch so sagen, weißt du? Drei kleine Nazi-Lein zogen durch das Land mit Hass in ihren Herzen und Pistolen in der Hand. Sie hatten viele Helferlein und blieben unerkannt. Und plötzlich stehen sie vor dir, dann schießen sie dich an. Und auf einmal das ganze Land ist in Panik. Nazis, die wirklich handeln, verdammt, das kannten sie gar nicht. Okay, paar von denen haben einen andersartigen Haarschnitt. Wandern artig im Marsch mit verpassten Schwarzen in Arschtritt. Und wohnst du hier in einem Viertel oder sind deine Eltern hier in das Viertel gezogen, weil man hier mehr akzeptiert wird als Japaner? No, oder? Ich habe ja früher ganz woanders gewohnt. Meine Eltern haben halt bewusst einen Wohnort gewählt außerhalb von Düsseldorf, damit die nicht zu sehr verweichlichen in dieser japanischen Community halt. Okay. Wir sind ja in Hilden, heißt die Stadt so, das ist direkt angrenzend an Düsseldorf, aber da war ich der einzige Japaner damals. Ne? Ah, okay. Und hast du schlechte Erfahrungen mit Rassismus gemacht? Definitiv, ja, sehr viel sogar. Also mittlerweile interessieren sich viele für die asiatische Kultur und es ist nicht nur Jackie Chan, China-Restaurant und irgendwelche verpeilten Touristen mit Kameras. Damals war einfach dieses Bild so. Ich weiß noch, im Kindergarten hatte ich so ein Liederbuch, wo dann irgendwie Xing Shang Shong, Chinesen im Karton und so Lieder da drin waren. Ich weiß nur, meine Schwester hat das damals noch zerrissen. Und oh Gott. Und dementsprechend ist man auch aufgefallen. Ne? Und kennst du ja befremdliche Sachen, da Kinder macht man sich erstmal ja lustig drum. Ne? Und deswegen, ich glaube, unsere Getränke kommen. Yay. Mango Squash. Frisch. Sind wir nicht schon relativ weit vorne im Thema Integration? Was denkst du? Das ist, ja, ich sehe das eher so ein bisschen rückläufig. Ich sehe, wenn ich zum Beispiel Leute aus älteren Generationen von Ausländern sehe, die jetzt vielleicht mal 30, 35 sind, ich finde, die sind auf jeden Fall besser integriert als jetzt die Jüngeren. So. Also ich finde, die 30, 35-Jährigen sprechen meistens besser Deutsch als das liegt. Einerseits ein bisschen daran, dass man so eine leichte, jeder sucht natürlich so eine Identifikation und so ein Gefühl, Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Und deswegen ballen sich auch oft die Gruppen, ne? Ja, man macht einfach auch ein großes Thema daraus, weißt du, wenn du halt in den Medien das so präsentierst, dass irgendwie eine Sarazin auf die Startseite kommt und irgendwie Islam so ein großes Thema ist, obwohl ich meine, was unterscheidet uns schon so großartig als von der Religion jetzt, sag ich mal her. So viel ist das nicht, ne? So unterschiedlich ist das nicht, aber dadurch, dass das halt so auf die Religion projiziert wird und deine ganze Persönlichkeit und du wirst halt in so eine Ecke gedrängt,
stärkt sich natürlich halt auch dort das Gemeinschaftsgefühl. Ja. So, ja, ich bin Moslem so, oder ich bin Christ oder ich bin Deutscher, so, weißt du? Aber ich mache da einfach keinen großen Deal daraus. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, um Völkerverständigung zu erreichen. So. Wir gehen auf die Straßen und planen den Aufstand. Wir sprühen Peace-Zeichen an jeder Hauswand. Wir träumen gemeinsam von besseren Tagen. Wir träumen gemeinsam von besseren Tagen. Und wir geben uns jetzt dieses Versprechen. Wir werden diese Schandtaten niemals vergessen. Wir träumen gemeinsam von besseren Tagen. Wir träumen gemeinsam.